Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu MotoGP 17. Endlich komme ich auch hier wieder mal dazu zum Fahren. Jetzt natürlich über die Weihnachtsfeiertage und generell jetzt ein bisschen, ja, wenig Zeit zum Aufnehmen, aber dafür mache ich heute mit dem zweiten Quali. Sind wir hier am Start von hier aus in Misano. Zeige ich euch das zweite Quali auch mit dafür. Also drehen wir wieder. So, wir konzentrieren jetzt die Runde. Natürlich auch alle Motorsportfreunde, die zum Beispiel ein Fernbus-Video nicht gesehen haben. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch sage ich noch nicht, denn ich hoffe, es geht sich doch aus, dass ich noch das eine oder andere Video auch jetzt bis Silvester noch auf die Reihe kriege. Ein bisschen rausgekommen. So, bevor wir da Zeit verschwenden, schauen wir uns gleich an, wie schnell die KI ist. Könnte ganz gut ausschauen. Jo. Das ist sogar die Pole. Sehr schön, Freunde. Vor den beiden Yamaha-Piloten. Dan Marquez, Dovi, Crutchlow, Pedrosa, Iannone, Zacco, Lorenzo nur 10. Oh, knapp vor Folger. Schwache Leistung von Lorenzo. Gut, er hätte können auch 8er sein, denn der Rückstand hier ist ziemlich eng. Ja. Fürs nächste MotoGP wird sich weisen, wie stark Lorenzo in den ersten Rennen wieder sein wird. Das ist leider immer die Einstufung. Hallo, hier von Milestone. Fans, wir melden uns live vom 13. MotoGP-Rennen der Saison von der Rennstrecke Marco Simoncelli in Misano. Genau. Und wir gehen auch rein ins Rennen gleich. Hier in Misano ist alles bereit für den Start. Ja, wie auf der Pole hier mit der Ducati in Misano. Wunderbar. Ja, dann viel Spaß, Freunde, beim Rennen. Los geht's. Beide Yamahas haben mich bekommen. Marquez hinter mir. Geht sich das aus? Ah, nicht wirklich. Ah, da war er selber ein bisschen innen jetzt. Weiter innen konnte ich jetzt nicht fahren, aber irgendwann werden wir da schon vorbeikommen. Also entweder hier oder wird schon hinten nach der anderen etwas längeren Geraden beim Anbremsen. Da geht's. Wo wir es auch vorher gerade probiert haben.
Ja, Vinales hot. Der ist gerade gut drauf, der kommt schon wieder näher ran an der Walle. Damon. Na, es hat aber ein bisschen Rückstand. Aber jetzt habe ich mich noch nicht ganz getraut jetzt. So, mal jetzt vorbereiten hier. Schwung holen. Dann kommen wir gleich hier vorbei. Nice. Wie lange wird der Doktor noch fahren? Nächstes Jahr glaube ich auf jeden Fall. Und dann werden wir sehen. Ich glaube, da werden wir jetzt mit Wale ein kleines Bildchen machen. Das kommt immer besser, also wie ich alleine. Ah, die Sonne blendet ein bisschen bei mir vorne. Ja, ich glaube, so können wir das durchaus lassen. Sehr schön. Ah, sorry. Verdrückt beim Wiedereinstieg. Ah, wieder ein bisschen am Curb gekommen. Aber Gott sei Dank nichts passiert. Ah, drückt uns ein bisschen raus. Ist hier noch nicht ganz ausgegangen. Warum haben wir auch? Ein bisschen ran. Schnuppern. Vielleicht geht es hinten auf der langen Geraden wieder aus. Auf was von hinten nicht Maverick kommt. Ah, schade. Da hat er kurz aufgemacht, Wale wieder. Da war er ein bisschen nervös. Aber ich fahre ja jetzt nicht künstlich langsamer. Vielleicht kann man noch einmal, wenn wir vielleicht irgendwo nicht optimal die Linie erwischen, noch einmal kontern, Wale. Ansonsten werden wir wohl über die nächsten 1-2 Runden wegfahren können. Und nur schauen, dass wir nicht stürzen. Ja, das war suboptimal, aber wir haben schon einen guten Vorsprung. Das könnten wichtige WM-Punkte heute werden wieder für uns, für Desmo Bernie und seine Desmo Sedici, die private mit Werksunterstützung. Ja, und ich glaube, in der Fahrerkarriere werden sie sicher mal uns einstellen, auch bei der Werksdukati, da bin ich mir sicher. Da werden wir eine Saison sicher dabei sein. Ich meine schon eine E-Mail von... wie heißt der jetzt? Der mit den Augenbrauen jetzt ist. Vom Teamchef. Haben wir schon eine Mail bekommen, eine Anfrage, ob wir nicht einmal unterschreiben wollen und bei ihnen fahren. Aber wie gesagt, nächstes Jahr fahren wir ja bei Gigi Dallinia. Das wird jetzt mir eingefallen. Nächstes Jahr fahren wir ja bei Suzuki.
dann schauen wir mal. Oh, das hat so viel abgebremst. Wir gehen so viele MotoGP-Teams durch, wie es nur geht. Aber ich gebe jetzt im Winter, wenn jetzt so eine richtige MotoGP jetzt so nicht aktiv ist, werden wir mal schauen, wie da die Begeisterung bei mir bleibt auch. Momentan bin ich ja komplett wieder auf dem Battlefield-Hype, nur so nebenbei. Das spiele ich ja gerade immer wieder von der PS4 aus. Macht riesen Spaß einfach. Ja, und hier Misano, wenn man auf jeden Fall ein Top-Motorrad hat, die KI leider nicht ticken zu langsam, muss man so sagen, wie es ist. Wenn ich schon, der nicht der Allerschnellste ist, vorne wegfahren kann, dann ist es natürlich auch natürlich für alle anderen noch schlimmer, die noch schneller sind wie ich. Wahrscheinlich für den Slicer auch. Noch ein bisschen brutaler als für mich. Slice hat da ein bisschen mehr Gefühl im Daumen, im Däumchen, im linken und im rechten Zeigefinger beim Gas als ich wahrscheinlich, oder auch am linken auf der Bremse. Ich glaube, von den, wenn wir jetzt sagen, 20 Rennen, was wir gefahren sind, bin ich vielleicht, weiß nicht, zweimal vor ihm ins Ziel kommen. So ist grob gesagt nur. Ja, einer ist immer schneller. Das kann man so stehen lassen, glaube ich. Hier links raus dürfen wir nicht, aber beim vollen Anbremsen, das ist nämlich sehr gefährlich mit einem Rutschen. Da ist die Sturzgefahr extrem hoch. Ja, muss man wissen, wo man drüber fahren kann. Chef wird uns auch zufrieden sein heute. Unser Ingenieur, den wir so gut wie in jedem Rennspiel mit dabei haben. Ah, genau, Dalab kann aber versprochen auch Porsche Cars 2 wieder zu fahren. Da weiß ich nicht, ob Livestream oder so ein Bad. Aber es ist mir leider irgendwie von der Steuerung her. Ich weiß nicht, das gefällt mir einfach nicht. Hat dann nicht so eine gute Rückmeldung wie bei anderen Spielen. Das ist auch natürlich Geschmackssache. Mit vielen verschiedenen Autos natürlich, das ist der große Pluspunkt. Mal schauen, was nicht noch vielleicht so ein Update kommt. Zu viel werden sie vielleicht auch nicht raushauen, wenn sie vielleicht doch in weiterer, ganz weiter Zukunft natürlich ein Dreierteil vielleicht geplant hätten, haben könnten. Bei Porsche Cars. Dann werden sie hier nicht die großen Updates noch rausschmeißen wahrscheinlich.
irgendwie so Einzelspieler, eigene Meisterschaft kann man noch immer nicht fahren. Das finde ich leider auch extrem schade bei Project Cars. Wenn wir kurz dabei bleiben. Das ist echt sehr schade. Nur Einzelrennen. Man kann bei der Karriere natürlich sich die einzelnen Meisterschaften aussuchen und da dort die Karrieren fahren natürlich, aber so eine Meisterschaft, das geht schon, aber gut, lassen wir das jetzt, wir sind beim MotoGP, da sind wir natürlich auch neugierig, was im nächsten Jahr wieder kommt. Diesmal haben sie wirklich einen Riesensprung gemacht. Deswegen hoffen wir mal, dass auch halbwegs gut arbeiten fürs nächste Jahr und dann nicht nur schleifen lassen und nur so ein Mini-Update fürs nächste MotoGP bringen. Und hoffentlich lassen sie den Karrieremodus drinnen. Oder den Manager-Modus. So die schlechten Beispiele von... So, den haben sie einmal, wir sind das erste Mal drin gehabt haben, da den mehr oder weniger Manager-Modus, vor allem haben sie den Fahrrad dann wieder weg. Im Idealfall werden sie nächstes Jahr dann noch ausbauen, noch verbessern. Formel 1 bei Codemasters haben wir auch ein schlechtes Beispiel einmal gebracht, dass sie mehrere Sachen rausgenommen haben, nämlich die Karriere. Die Karriere haben es ernsthaft wirklich rausgegeben. Ich mache das jetzt ein Scherz nur. Aber es kommt sicher noch ein Patch, weil irgendwie Anfang des Spiels oder dieses rausgebaut haben, keine Ahnung. Das haben sie nicht geschafft, oder? Wobei es ja eh da war, im Prinzip die Karriere schon immer. Das war wirklich der schlechteste Witz ever. Oder die Frechheit ever. Einfach die Karriere rauszunehmen. Man konnte nur mit einem bestehenden Fahrer eine Meisterschaft so starten, aber keine Karriere fahren mit sich selber. Oder als sich selber. Als sich selbst. In einem Formel 1-Ding. Ja, dafür haben sie jetzt ein bisschen nachgelegt, wieder mit der Entwicklung und so. Ja, wir sehen, Misano ist eine Strecke, da kann ich irgendwie plaudern. Die liegt noch so irgendwie ganz locker in der Hand. Ich kann sich um 3 Uhr früh aufwecken. Fahre ich da eine Runde. So, hier geht's auch schon in die letzte Runde. Ja, spricht immer, wenn wir hier von anderen Spielen und anderen Sachen und alles Möglichen reden, dass wir irgendwie erster sind meistens, sonst reden wir eh über die, die vor oder hinter uns gerade sind. Ich hoffe, das ist soweit okay auch für euch, dass ich euch da nicht mit irgendwelchen Themen langweile vielleicht. So, Freunde, das war's. Perfekt. Sieg in Misano. Ohne gröbere Probleme. Ja, Vinales war im Prinzip gleich schnell wie Rossi.
ist dann nicht mehr ganz rangekommen jetzt. Marc Marquez Dritter, Dovi auf der 5, Pedrosa, Lorenzo noch auf die 8 vor. Zarco 11. Wo ist Volker? 18er nur. Oh, schade. Der war da ja, war da nicht auch 12er im Start oder so? Ah, verdammt. Schade, ja. Da ist er drin im Bulk hier bis Rins. Dann ein kleiner Abstand auf... Ja, wir wissen ja, er ist ja auch leider ein bisschen langsam, oder, im Rennen. Naja. Ah, sorry, jetzt habe ich wieder die... Das können wir draußen auch nochmal schauen. Ich habe ja gerade die WM-Punkte weggeklickt, aber da gehen wir draußen nochmal kurz rein und schauen uns nochmal entspannt an. Jeff, alles gut, jawohl, Sieg. Der Motorrad war top, wirklich top. Keine Probleme hier. Ich selber auch von der Konzentration her. Ging alles im Schlaf. Sieben Rennen wir gewinnen für ein Freischalten von Wayne Rainey. Mal schauen, ob wir mit denen auch einmal fahren. So. Anthony Lewis hat wieder ein bisschen enttäuscht hier. Ach, unseren Teamkollegen habe ich wieder komplett. Wenn der nicht vorne irgendwo reinfährt in die ersten, wo ich die erste Seite sehe, dann checke ich gar nicht, dass mein Teamkollege hier im Start ist. Hat sich zumindest auf die 12 hier verbessert, das Ziel aber erreicht von der 25. Bin gespannt, wann der jetzt endlich einmal ein bisschen nach vorkommt beim Quali. Das macht ein bisschen ein Rätsel das Ganze. Jo, alle anderen haben wieder top performt hier. Von der 1 weg, Zweiter geworden, Victor Lopez und Emily von 3 auf 3 geblieben. Meisterschaft ist sie weiter auf der 1. Wenn ich das so sehe, wieder irgendwie so trotzdem Motorsuite, irgendwie zwar ein bisschen, wahrscheinlich noch ein, zwei Rennen, aber irgendwie hätte ich auch Bock auf Motorsuite so. Motor 2 sowieso auch immer, Motorsuite auch wieder mal schon lange her, wieder wo wir gefahren sind. Aber da können wir wenn überhaupt maximal wahrscheinlich nur ein Einzelrennen bringen oder so, weil... Ja, geht ja nicht. Kann ich nicht eine Meisterschaft. Naja, es geht nicht. Das geht leider nicht. So, Monotspielneigung bei Rossini und so gute Werte schon hier auf 80. Ich verstehe das nicht, diese Einstufung. Was da genau... Ah, Anthony Lewis sehen wir, hat einen Unfall gehabt. Okay, naja, gut. So, die Einnahmen interessieren uns nicht. Geld ist... mittlerweile für uns irrelevant. Investition, Entwicklung abgeschlossen. Da schauen wir noch rein, bevor wir es vergessen. Für unsere Susi, da werden wir gleich weiterentwickeln. Haben wir eigentlich unsere KTM, die RC250 GP schon fertig? Ja, da können wir auch noch, wenn es passt, ein bisschen weiterentwickeln. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Da haben wir auch eine Kalex, das wäre auch nice. Hier im Moto 2 sind wir durch. Perfekt, perfekt. Optimales Material in der Moto 2. So, Freunde. Motor haben wir fertig, Federung haben wir fertig. Dann haben wir noch einmal... Ja, nicht mit Rahmen, ist ja komplett egal. Ist ja komplett egal. So, liebe Freunde, dann geht's nächste Runde, glaube ich, nach Aragon. Genau. Das wird auch sicher wieder ein interessanter und spannender Grand Prix. Motegi, glaube ich. Da ist die KI nicht einfach. Die letzten Grand Prix dann überhaupt. Phillip Island. Sebang, da müssen wir erst einmal schauen, wie weit wir kommen. Und Valencia. Valencia sehe ich dann noch am meisten Ding, aber... Ja, jetzt der Aragon, Freunde, jetzt wird es interessant, der legt die KI wieder definitiv zu. Ich habe euch noch gesagt, wir schauen noch in die Meisterschaftsplatzierung, Fahrerwertung. Da sind wir 4 Punkte hinter Maverick. Eieieiei. Das Davis Rossini auf 13 sogar in der Gesamtwertung. Wer hat denn das gemacht? Das hat irgendwie null am Radar gehabt irgendwie. Aber gut. Ja, Freunde, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Das soll es gewesen sein. 4 Punkte hier hinter Maverick. Vinales. Spannung pur. Da muss Bernie jetzt in jedem Rennen hier wirklich top performen, um die WM mitzufahren. Gegen Rossi, den P2, den sollte man gut schaffen. Das passt. Ja, Ross ist weit weg hier von Vinales. Hat sich unterm Strich natürlich durchgesetzt, ist klar.
Paul Melland. Oh, souverän erster vor Alex Marquez und Franco Morbidelli. Oh, der ist aber, da schaut aber auch relativ, ja, souverän aus. Ist dann im Endeffekt auch ein bisschen fade, wenn der da immer so weit natürlich vorne mit dabei ist. Ist für uns jetzt gut, solange wir nicht selber mitfahren, ist ja relativ egal, aber auch hier die Emily. Victor Lopez auf der 3, da mischt er mittendrin mit. Oh, John McPhee auf der 4, what the hell? Ja, Emily, 54 Punkte vor Jon Mir, der eh so gut ist. Jo. Läuft für uns, würde ich sagen. Passt auf jeden Fall. Aber schade, dass es nicht doch ein bisschen länger ist zumindest. Dass, wenn hier wir einen Top-Fahrer und Top-Fahrerin haben, dass die da halt mit den, mit mir in dem Fall, der Moto3-Sieger ist und der beste Fahrer, dass die zumindest grob auf dem gleichen Niveau wären. Also das muss ja nicht hier so viel besser sein. Das muss ja nicht sein. Muss ja nicht sein. Einfach um die WM da mitfighten und passt schon. Mit ein bisschen random. Eine Saison vielleicht ein Hauch stärker, dann wieder ein Hauch schwächer vielleicht. Aber gut, das sind Wunschgedanken meinerseits. Jo, das war's wieder mal von MotoGP 17. Ich hoffe, wir sehen uns das Jahr noch einmal. Aber ich glaube, das wird sich schon noch ein, zweimal ausgehen oder so. Ja, noch einmal an alle, die hier vielleicht nur MotoGP schauen. Frohe Weihnachten und im Nachhinein natürlich. Schöne Feiertage und wie auch immer. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Danke auf jeden Fall an alle Zuseher, Abonnenten, alle, die was geschrieben haben und alle natürlich, die auch ein Däumchen gedrückt haben. Ein Riesendanke meinerseits. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.